Willkommen zu Pokémon Uranium oder Pokémon Uran. Uranium. Hallo, hallo. Wir spielen heute ein fangemachtes Pokémon-Spiel. Ich mag das, wenn ich mit der Maus hin und her wobble. Cooles Spiel. 10 Jahre. Größte Arbeit dran. Und vielleicht nach ein paar Wochen, nachdem es rausgekommen ist, bereits wieder von Nintendo verbannt. Könnte vielleicht daran liegen, dass sie Pokémon genommen haben. Nun gut. Ja. Was mal. Und wir fangen mit einem neuen Spielstand an. Und ich werde den normalen Modus nehmen. Nuzlocke ist mir ein bisschen zu heftig. Bist du sicher, dass du so spielen willst? Yep. Wer ist da? Oh, hallo unten hier. Willkommen in der Welt von Pokémon. Oh mein Gott, mein Name ist Eine Anspielung auf Bambus. Aber wenn du es Schwierigkeiten hast, das auszusprechen, kannst du mich einfach nur den Pokémon-Professor nennen. Du bist das Kind, das sich für den Job beworben hat, richtig? Super. Soll ich dir erklären, was du zu tun hast? Ein Abenteuer, wie die Steuerung ist. Die Steuerung kann ich jetzt hier noch einstellen und ich kann auch sagen, ich brauche keine wirkliche Erklärung dafür. Gut. Ich denke, ich krieg das hin. Wir Menschen teilen uns die Welt mit Kreaturen, die wir als Pokémon bezeichnen. Sie sind mehr als nur irgendwelche Tiere. Pokémon besitzen unglaubliche Fähigkeiten und eine beeindruckende Intelligenz. Menschen und Pokémon koexistieren in vielen Art und Weisen. Manche Pokémon werden als Haustiere gehalten oder helfen mit der Arbeit und andere wiederum werden in Kämpfen durch Trainer eingesetzt. Zum Beispiel wie dir. Aber es gibt noch so viel mehr, was wir noch nicht über Pokémon wissen. Das ist jetzt dein Job. Ich studiere Pokémon. Das ist mein Leben. Ganz besonders bin ich ein Experte von Pokémon-Elementen. Jedes Pokémon hat einen eigenen Elementtyp und jeder Typ hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber warum existieren sie? Gibt es neue Typen, die wir noch nicht entdecken konnten? Ich erzähle dir da mehr an deinem ersten Tag in deinem neuen Beruf. Melde dich doch in meinem Labor morgen, wenn du dein erstes Pokémon kriegst. Nun brauche ich hier noch ein paar Daten von dir für das Formular. Yay, Formular! Wer bist du? Wer bist du? Das sind immer die schönsten aller ersten Fragen. Nachdem ich bereits einen Spielstand habe mit ihr, bleibt mir wohl nur das andere Mädel übrig. Ich weiß nicht, die Pose sieht etwas komisch aus, aber ich denke, ich werde mich damit anfreunden können. Ich finde die Farbgebung lustig. Blau, grün und pink. Yay! Okay, ich werde pink sein. Ja. Ich bin sicher, es gibt keine weiteren Charaktere. Ich möchte noch deinen Namen wissen. Bitte erzähle mir doch. Mein Name ist Psy. Ups, nicht Leertaste. Enter. Dein Name ist Psy? Jupp. Psy, bist du bereit? Deine Reise, deine Geschichte wird sich bald offenbaren. Die Zukunft ist eine leere Seite. Du, zusammen mit deinem Pokémon, wirst sie ausfüllen. Es werden Herausforderungen und Abenteuer auf dich warten und du wirst bestimmt grundbrechende und wirklich aufregende Entdeckungen machen. Los geht's! 10 Jahre zuvor. Sies Familie lebt in Beer Beach City.
Ich werde übrigens nicht den Pokémon-Namen und Stadtnamen übersetzen versuchen. Die größte Stadt in Tandoor. Die Tandoor-Region. Wie Cheetah. Vegeta. Nein. Ihr Vater, Kellen, war ein mutiger und talentierter Pokémon-Ranger. Ihre Mutter, Lucille, war eine brillante Wissenschaftlerin und eine Expertin der nuklearen Energie. Obwohl sie beide sehr anstrengende und wichtige Berufe hatten, haben sie immer Zeit gefunden, Zeit zu Hause mit ihrer jungen Tochter zu verbringen. Die Tandoor-Region war friedlich und Lucilles Firma arbeitete an einer Form von reiner Energie, die die Welt verändern sollte. Die Zukunft sah sehr positiv aus, bis etwas passierte. Es war ein normaler Tag in dem Atomkraftwerk, in dem Lucille arbeitete. Wow. Okay. Als Teil einer Routineinspektion haben sie einen Spezialisten geholt, der sich die elektrischen Systeme anschauen sollte. Ich schätze, das ist der mit den auffälligen Haaren. Cameron, bist du bereit? Bist du fertig mit deiner Diagnose? Ja, bin ich. Alles sieht so aus, als ob es perfekt laufen würde. Der Generator, den du erstellt hast, sieht wirklich gut aus, Lucille. Exzellent! Wenn alle fertig sind mit ihrer Arbeit, gibt's Mittag. Boss, du möchtest dir vielleicht das anschauen? Oh Gott, es ist eine Ja- und Nein-Frage. Ein Yes and No. Seltsam. Die Temperaturen sind viel höher, als sie sein sollten. Entweder müssen wir das Thermometer wieder kalibrieren, oder der Reaktor ist dabei, eine gewaltige Hitze auszuströmen. Das kann nicht das Thermometer sein. Ich habe das gerade überprüft. Es wäre mir lieber, wenn es das Thermometer ist. Weil wenn irgendetwas in einem Atomkraftwerk nicht korrekt läuft, ist es nicht gut, wenn es nicht das Thermometer ist. Also, oh Gott. Es muss einen Durchbruch im Reaktor gegeben haben, die Temperatur. In nur ein paar Minuten wird alles... Oh Gott, es wird alles schmelzen. Alles evakuieren, sofort. Yay. Lucille, du musst auch hier raus. Lucille, wo rennst du hin? Mit Camerons Hilfe haben es die Wissenschaftler unbeschadet geschafft zu entkommen. Außer Lucille. Sie war dann nach diesem Tag nie wieder gesichtet worden. Oh, das geht ja gut los. Die Strahlung, die von dem zerstörten Reaktor ausging, hat die gesamte Umgebung unbewohnbar für viele Jahre gemacht. Und hat so durch jeden Versuch, nach ihr zu suchen, verhindert. Der Verlust in seiner Frau hat Kellen extremst zu schaffen gemacht. Seine Charakterzüge haben sich geändert. Er wurde kalt und hat sich in seine Arbeit gestürzt. Nach kurzer Zeit hat er die Beförderung zum Chef der Tandoor Pokémon Rangers bekommen. Dadurch wurde er allerdings so beschäftigt, dass er keine Zeit mehr für sein Kind hatte. Also wurde die junge Psi zu ihrer alten Tante in Mokitown gebracht. Yay! Wir leben jetzt bei unserer Tante. 10 Jahre sind vergangen.
ihre Tantes Gesundheit wurde schlechter. Ein Kind großzuziehen war sehr viel Arbeit für sie. Zum Glück hat sich Ernest Bumbo, der vor Ort lebende Pokémon-Professor, schon sehr lange nach einem Nachforschungsassistenten umgeschaut. Zwei Kinder aus Mookie Town haben sich beworben. Psy und ihr Kindheitsfreund Theo. Es war sehr normal, dass Jugendliche ab einer bestimmten Alter ein Pokémon bekommen und in die Region bereisen. Als Pokémon-Trainer. Das ist schon Tradition. Und so beginnt Psys Reise. Yay! Psy, komm runter, du bist spät dran. Ha! Okay, das ist mein Haus. Es ist eine Nintendo Wii U, aber ich habe gehört, dass sie bald mit einem neuen System rauskommen werden. Oh ja. Ich habe tatsächlich eine Wii U. Meine ist allerdings schwarz. Es gibt eine Werbung für ein neues Videospiel im Fernsehen. Es ist eine Pokémon-Kampfsimulations-Game, das sie Version Rot und Blau nennen. Ah, Pokémon Rot und Blau. Okay, Zeit zu gehen. Es ist komplett gefüllt mit Büchern über Pokémon. Ich und mein Outen, Jabolters großes Abenteuer, Reise nach den Legenden. Ich habe alle von ihnen schon viele Male gelesen. Okay. Blup. Tantchen? Psy, Süße, heute ist ein großer Tag, nicht wahr? Ich kann trotzdem nicht umhin, das ein wenig sentimental zu werden, jetzt da meine Kleine ganz auf groß geworden ist und das Haus verlassen wird. Ach, wenn meine alten Knochen doch nur mehr tun könnten, um uns beide zu unterstützen. Aber wir wissen beide, dass du bereit dafür bist. Du und dieser junge Theo. Immer ist er dir nachgelaufen, dieser Kleine. Du warst immer so fertig. Du warst immer so begabt, aber ich frag mich, ob er damit klarkommt. Er ist immerhin jünger. Ich bin sicher, dass sein Vater Cameron ihn nicht erlauben würde zu gehen, wenn er nicht sicher wäre. Nun ja, aber um deinen großen Tag zu feiern, habe ich dir ein Geschenk vorbereitet. Na los, öffne es. Ja, ich habe Laufschuhe. Okay. Also. Ja, erstmal das Handbuch lesen. Um zu laufen, halte Z. Du kannst automatisch laufen in dem Menü einstellen. Kümmere dich nicht um mich, Süße. Deine alte Dame wird mir gerade etwas emotional. Wenn doch nur dein Vater hier sein könnte. Nun, ich bin mir sicher, er wäre stolz auf dich. Und ich bin sicher, dass du ihm auf deiner Reise bestimmt über den Weg läufst. Nun, ich sollte dich nicht länger aufhalten. Sag doch Hallo zum Professor, wenn du ihn siehst. Okay? Und wenn es dir nichts ausmacht, kannst du wieder vorbeischauen, sobald du dein erstes Pokémon bekommen hast. Ich würde es lieben, es anzusehen. Viel Glück, Süße. Okay, Tantchen. Es ist ein großer Bildschirm. Ich liebe es, darauf Sachen zu schauen, während ich zu Abend esse. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Und es ist Nacht. Das Coole ist, das Spiel hat auch immer wieder seinen Check-up mit der Uhrzeit, in der ich aufnehme. Das bedeutet, wenn ich in der Nacht aufnehme, ist es nachts. Wenn ich früher morgen aufnehme, ist es früher morgen und so weiter und so fort. Hallo Leute. Ich
werde jetzt mal nicht mit allen reden. Aber wenn sie schon die ganze Zeit von ihm... So, jetzt habe ich Laufen aktiv. Und schauen wir mal kurz in die Optionen. Frames. Jupp. Man kann da eigentlich alles einstellen, worauf man Lust hat. So. Dann speichern wir doch mal. Ja. Katsching. Schauen wir mal. Die Pose ist immer noch blöd. Okay. Yay! Ich bin schneller. Hey, warte doch. Oh mein Gott. Musik. Wo denkst denn du, dass du hingehst, ha? Versuchst du jetzt vor mir am Labor anzukommen, damit du das bessere Pokémon kriegst? Nun, das wird nicht passieren. Weil ich nämlich das Stärkste zuerst bekomme. Versuch an mir dran zu bleiben, Psi. Okay. Ich versuche an dir dran zu bleiben. Ich hab's nicht eilig. Ah! Hey Leute, ich glaube, ich sehe ein paar Starter. Dum. Hier sind keine Starter, oder? Hallo. Na, dann rein mit uns. Ah! Bambu, hey, wenn es nicht Psy ist und dein Freund Tommy, nicht wahr? Ernsthaft, Alter, kannst du dir meinen Namen etwa nicht merken? Es ist Theo! Theo! Theo, wir fahren nach Latsch. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Ja, Theo, ihr seid genau rechtzeitig. Heute ist ein sehr spezieller Tag für euch beide. Heute ist euer erster Tag, in dem ihr als Feld... Wald und Wesen... Nachforsche, Assistenten... Ich glaube, der muss sich noch einen besseren Namen überlegen für die Übersetzung. Von Bamboo Pokémon Nachforschungslaboratorien. Oh Gott. Eure Aufgabe wird es sein, dass ihr durch ganz Pandora reist, die Pokémon und vor allem verschiedene Arten von Pokémon beobachtet und einfangt, damit ihr mir helfen könnt, meine Nachforschungen über Pokémon-Elemente voranzubringen. Ich habe drei Pokémon hier, die euch bei eurer Reise unterstützen werden. Bevor ihr jedoch euren Starter bekommt, müsst ihr beide einen Pokémon-Trainer-Fertigkeiten-Test absolvieren. Oh Gott! Test? Ich habe nie für keinen Test gelernt! Ich dachte, wir kriegen einfach ein seltenes, mächtiges Pokémon. Nun, mach dir keine Sorge. Es ist keine Art von Test, für die du lernen müsstest. Schwein gehabt. Es ist nur eine Art und Weise, um herauszufinden, was für eine Art Pokémon-Trainer du sein wirst. Verschiedene Starter-Pokémon sind besser geeignet für verschiedene Kampfstile. Ein Starter-Pokémon wird dein lebenslanger Begleiter und Partner sein. Deswegen ist es wichtig, dass ihr beide auch ordentlich zusammenarbeitet. Macht Sinn. Ja, ich kapier's schon. Genug geredet. Ich will mein Pokémon haben. Der ist echt ungeduldig. Schief, Kind. Du bist wirklich nicht geduldig, ha? Hab ich auch gerade gesagt, Kollege. Okay. Wenn du mehr über diesen Test wissen willst, bevor wir loslegen, kannst du mit Aid reden. Nun. Sie, bist du bereit, den Pokémon-Trainer einen Test zu machen? Ich könnte jetzt sagen, warte eine Minute, könnte mit ihnen... Ich glaube, Aid ist der Werte hier unten rechts. Oder ich kann einfach sagen, ja, hau rein, Kollege. Ich sage ja. Ja, ist ja klar. Ich bin bereit. Spontane Antworten. Exzellent. Nun, ohne weiteres Aufhalten, wenn du eine neue Art von Pokémon in der Wildnis entdeckst, was ist deine erste Reaktion? Sofort angreifen, warten und sehen, was es tut und ein Pokéball werfen. Ähm...
Ich denke mal, dass die Farben eine dezente Orientierungshilfe sind für... Welche Starter-Pokémon möchtest du? Rot für Feuer, Grün für Gras und Blau für Wasser. Ich werde jetzt mal gemütlich Grün nehmen. Sehr gut, beide von euch. Komm schon, das war leicht. Gib mir eine schwierigere Frage. Okay, die nächste Frage also. Welches dieser TMs würdest du bevorzugen, deinen Pokémon beizubringen? Hyper Beam, Protect und Hidden Power. Ich bin tatsächlich eher für Hidden Power, muss ich sagen, aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, das Gras-Pokémon zu bekommen. Hey Professor, was ist überhaupt ein TM? Das erkläre ich dir später. Lass uns zur nächsten Frage kommen, okay? Welche der folgenden Pokémon würden in einem jeder gegen jeden Kampf gewinnen? Gyarados, Gliscor und Ampharos. Gliscor. Grün, alles grün. Ist es überhaupt möglich, durch diesen Test durchzufallen? Nein. Es gibt kein richtig und falsch. Nein, ist es nicht. Nun, zu eurer finalen Frage. Und antwortet ehrlich. Oh. Was ist deine Motivation, um ein Pokémon-Trainer zu werden? Der Beste werden, den es jemals gab, die Region zu erkunden und neue Freundschaften schließen. Tja, ich liebe es zu erkunden, also kann ich hier voll im ganzen Herzen sagen, die Region erkunden. Frage! Ich werde ein Pokémon-Meister! Und keiner wird mir im Weg stehen! Er hat eine ziemlich große Klappe. Ich mag deinen Kampfgeist, Junge. Aber das war's mit dem Trainer-Fertigkeiten-Test. Jetzt ist es wohl Zeit, eure Ergebnisse auszuwerten. Okay, ich bin fertig damit. Ging schnell. Upsie. Ja. Du siehst nach einem Trainer aus, der wohl lieber auf Nummer sicher geht. Geduld und Ausdauer sind deine größten Stärken. Du weißt, dass die größten Dinge im Leben zu denen kommen, die warten. Für einen defensiven Trainer wie dich ist Orchings die beste Auswahl. Kitty, Kitty! Na los, nimm es dir, Psi. Kick, ich habe Orchings bekommen. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Oh, es ist ein Männchen. Okay, Kami Katze. Ups. Kami Katze? Ja, Kami-Katze. Hey, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Sie hat ihren Starter bereits bekommen. Wann kriege ich meinen? Ich bin noch nicht fertig mit dem Auswerten deiner Ergebnisse, Theo. Ich hätte auch als zweites gehen können. Du kannst den Nudel erst echt gerne vorlassen. Der ist so ungeduldig. Theo. Nun, Du weißt definitiv, was du aus deinem Leben machen möchtest. Du bist impulsiv, ungeduldig und interessierst dich hauptsächlich für deine eigenen Bedürfnisse. Aber ich spüre etwas in dir. Könnte es sein, dass du eine verborgene Größe in dir trägst? Das Potenzial, dich selbst in etwas komplett anderes, höheres zu verwandeln? Oder vielleicht bist du einfach nur so jung und ich kann es deswegen nicht genau einordnen. Naja, für einen Trainer wie dich ist Illithox wohl die beste Auswahl. Naja, er wäre wohl eher der Feuertyp. Würde ich behaupten. Ja, mein erstes Pokémon! Psi, du hast ein Pokémon und ich habe jetzt auch ein Pokémon.
Du weißt, was das heißt, richtig? Wir müssen kämpfen. Wir haben Augenkontakt gemacht. Verdammt. Oh nein, nicht in meinem Laboratorium. Zu spät. Er ist nicht zum Aufhalten. Rivale Theo möchte mit dir kämpfen. Und schick Elitux. Kamikaze, los geht's. Was wollen wir denn mit Kamikaze machen? Okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Das Interessante ist, vom Typ her bin ich ihm eigentlich überlegen. Ich finde die Animation von dem Ganzen gerade super. Okay, Katz. Oh. Was macht's? Tackle. Au. Gut. Nochmal Kratzer. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob... Ja, es ist nicht sehr effektiv. Es zieht er mit mir ab, wenn er mich tacklen würde. Ich glaube, ich werde absichtlich verlieren. Na, mal schauen. Wenn er mich nicht zuerst platt macht. Das Lustige ist, als ich es zum allerersten Mal gespielt habe, habe ich Elitux genommen. Und habe wirklich absichtlich gegen Theo verloren. Weil ich sagen muss, ja, ich denke, wenn man Kamikaze hat, ist man etwas im Nachteil, wenn man wirklich nur angreift. Man merkt wirklich, dass man erstmal Brüller hier nehmen muss, Growl. Weil mit nur angreifen kommst du da nicht weit. Ah, toll, jetzt bin ich paralysiert. Mach mich fertig, Theo. Du hast recht. Fühlt sich wahrscheinlich jetzt gleich viel besser. Ich habe keine Pokémon mehr, die kämpfen können. Ich habe gegen Theo verloren. Oh nein. Ich habe ihm 40 Poké-Dollar gegeben. Oh, böse. Und ich bin ohnmächtig geworden. Ja, mein erster Sieg. Meine Pokémon und ich werden das beste, coolste Team in ganz Tandor. Psi. Du bist nichts im Vergleich zu mir. Oh, jetzt kriegt das ganz schön über den Kopf. Nichts! Ich muss das meinem Dad erzählen. Tschüss. Psi, es überrascht mich, dass du es geschafft hast, gegen ihn in diesem Kampf zu verlieren. Du musst bemerkt haben, dass dein Starter eigentlich vom Typ einen Vorteil gegenüber Theos hat. Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Gras und Gras schlägt Wasser. Das sind die Elementen. Ist das Elementen-Dreieck? Naja, eines davon. Normalerweise müsste in einem derartigen Kampf die eindeutige Feststellung sein, dass. Oder hast du ihn vielleicht absichtlich gewinnen lassen? Wenn du das gemacht hast, ist das sehr lieb von dir. Er hat ein großes Spiel vor sich, aber ich habe so den Eindruck, er würde es nicht so gut verkraften, wenn er seinen ersten Kampf verloren hätte. Du siehst dir doch aus, als ob es dir nicht viel ausmacht. Hier, lass mich dein Pokémon mal schnell heilen. Danke! Ich gehe dann schon mal zum Eingang von Route 1 am Ende der Stadt. Bringt Theo mit und ich erkläre euch beiden, wie man ein Pokémon fängt. Ich sehe euch dann später, Psi. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal!